Also, here we go, weiter geht's. Sadie hat gesagt, wir sollen sie irgendwo treffen, aber ich. What? Wir sollen noch mal da hoch? Okay, let's go. Aber weil. Was macht der da drüben? Angelt der? Ich glaube schon. Wir lagern einmal kurz, weil mein Deadeye macht mir schon wieder Sorgen. Gut, kommt gleich, wenn wir da hochreiten. So, wir schlafen einmal. 11 Stunden. Oh, geil, Alter. Dieses Game einfach. Dieses Game. Allein der Stream heute. Dieser Stream macht mir so viel Spaß. Es ist so geil. Bin einfach glücklich. Da hinten liegt sogar unser scheiß Heißluftballon. Hallo Nina, willkommen zurück. Was habe ich verpasst? Wir sind Heißluftballon geflogen. Wir haben John Marston vom Heißluftballon aus auf den Feldern erspäht. Wir lieben alle Sadie. Wir wissen jetzt, wie Sadies Synchronsprecherin aussieht. Und zwar actually genauso wie Sadie. Und das war's eigentlich. Und wir haben TBC. Was fucking traurig ist. Wir haben einfach Tuberkulose. Aber wir haben auch schon rausgefunden, dass wir nicht lange Tuberkulose haben werden. Weil da kam so eine kleine Meldung oben links und da. Oh, warte mal, hier ist was. Da kam so eine kleine Meldung oben links und da stand: Solange du krank bist, heilt Nahrung dich nicht mehr vollständig oder irgendwie sowas. Das heißt, solange du krank bist, das heißt, wir werden irgendwann nicht mehr krank sein. Das Game hat sich selbst verraten. So, das heißt, wir wissen schon, dass wir irgendwie wieder geheilt werden, wie auch immer. Vielleicht durch die Indianer, vielleicht haben die irgendein krasses Kraut. Ah. Jo, hallo Karim. Moin, lass mich in Ruhe. Was? Was? Was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Ach so, Haus des Geldschamer. Haus des Geldes. Die Mitarbeiter von GTA 6 sollten wieder in die Firma, weil die ja im Homeoffice waren und viel geleakt wurde. Deswegen mussten die wieder in die Firma. Mal gucken, ob es was hilft. You okay? You sick, partner? It's in me. They're in me. You're not well, friend. Butcher's Creek. Butcher's Creek. Where? Butcher's Creek. Is that where you're from? Butcher's Creek. You want me to take you back, or me? Come on, let me get you home. Sie sind in mir. Was soll das bedeuten? Sie sind in mir. Na gut, dann bringen wir ihn mal zurück nach Butcher's Creek. Pass auf, dass du die fremde Person nicht ertränkst, indem du sie ins tiefe Wasser bringst. Okay, alles klar. Gib mir Mühe. Hat einer eigentlich. Ach so, das kann man ja gar nicht klippen. Ich wollte gerade fragen, ob irgendwer über den Wolken geklippt hat. Aber die Musik ist ja nicht im Clip, leider. Nina, wir sind Heißluftballon geflogen und warte, ich kann es bestimmt noch mal kurz anmachen. Und wir haben über den Wolken gehört im Heißluftballon.
War cool. Hast schon einiges verpasst, Nina. Aber das ist das Schicksal derjenigen, die den Stream pausieren. Das ist wie damals in der Schule. Du warst einen Tag nicht da, ich hab's schon mal gesagt. Und Michael Jackson kam zu Besuch und dann noch Will Smith. Alle haben eine PlayStation 3 geschenkt bekommen. Genau so ist es, wenn du den Stream aus... Sobald du den Stream pausierst und was anderes machen gehst, passieren dir die heftigsten Dinge. Bin traurig, dass ich es verpasst habe. Das Traurige ist, du kannst dir nicht mal eine Wiederholung davon angucken, weil die Musik nicht im VOD ist, weil die Copyright ist. Das heißt, im VOD siehst du mich einfach nur viben und die Musik fehlt aber. Das ist auch bestimmt dieser andere Cringe. Oh mein Gott. Ich denke mir auch immer so, wir haben ja unseren Spaß und in der Aufnahme fehlt dann einfach die Musik in der Aufnahme für YouTube und alle, die sich das dann auf YouTube angucken, denken sich, was ist denn mit dem eigentlich gerade falsch? Ja, Karim, wie gesagt, wir waren Heißluftballon fliegen und haben über den Wolken gehört. Wir haben Tuberkulose. Wir haben John Marston gefunden. Also das, was ich halt gerade schon gesagt habe. Kommt schön mit dem Kopf auf die Kante. Oh. Er legt ihn sogar zärtlich hin. Er schmeißt ihn nicht von 3 Meter auf den Boden. Das ist immer was ganz Neues. Since the troubles began, he's not the same. It's in me. Why is he looking at me funny? No, he's not well. It's the darkness. Du hast maximal wenig verpasst. The darkness. Ich habe Clips von dir, bei denen du ohne Musik Sirtaki tanzt. Der sieht aus wie wir. Der sieht aus wie wir. Der hat auch Tuberkulose, Junge. Der hat genauso rote Augen wie wir. Thank you for Einfach eine schöne Rechte, Junge. You got anything for me? Oh yeah, of course, sir. Love and friendship in darkness. What else are there? Obadiah Hinton, that's me. Obadiah. Love and friendship. Friendship and love. We're not a rich village, sir. But with love, rich. We thank you. Okay. Was war das für eine weirde Scheiße, Alter? Das war ja mal... Okay, die Mission habe ich nicht... Also, keine Ahnung. Ich habe nicht verstanden, um was es ging. Aber egal. So, haben wir noch irgendwas? Nö. Okay, nur das Ganze da oben. Dann gehen wir jetzt dahin. Auf geht's. Arthur sieht fresh aus mit den kurzen Haaren. Alter, wir sehen immer noch aus, als hätten wir 72 Stunden nicht geschlafen. Wir haben TBC. Aber ja, ohne Musik Sirtaki tanzen war auch, das war auch dieser andere Cringe. Das war schon, die Bloodborne-Streams mit der Musik in den Bossfights und so, das war schon auch ziemlich wild. Das war schon auch echt eine wilde Zeit. Hab Red Dead Redemption jetzt auch gestartet. Geiler Scheiß-Filat. Mir gefällt es, wie du deinem großen Idol einfach nacheiferst. Das erfüllt mein Herz mit Wonne. Bereiche, die zu tödlichen Treffern führen, sind jetzt besonders hervorgehoben bei Deadeye. Okay. Cool. Aber ehrlich, jetzt Haus des Geldes war eigentlich gar nicht mal so bad. Ich habe es nur irgendwann aufgehört zu gucken, weil mir die Zeit fehlte und nicht mehr weitergeguckt. Ich habe auch Haus des Geldes gesehen bis zur letzten Staffel. Und die letzte Staffel habe ich einfach nicht mehr angeguckt. Kannst du die Story von GTA 5 empfehlen? Ja, die ist, also GTA 5 hat für mich von allen GTA-Teilen die beste Story.
GTA 5 Story-Modus ist einfach nur ein Genuss. Das ist einfach nur gut. Guck, die letzte Staffel so gut. Ah, ich weiß nicht. Okay, ich mach's. Aber nur für dich, Niner. Wenn die Kacke ist, dann bann ich dich. Deal? Ja. Und Craig? Ich bin auch auf die GTA 6 Story gespannt. What? Junge, da steht, Bereiche, die zu tödlichen Treffern führen, sind besonders hervorgehoben. Ich schieße da 18 Mal drauf und er stirbt einfach nicht. Whisky oder Arznei? Eigentlich Arznei, oder? Macht mehr Sinn. I got some medicine. Medicina? Ja, para qué? Ja, okay, und jetzt? Dann halt nicht, Junge. Ich hätte die Medizin mal getrunken. Aber dann lass es halt. Haus des Geldes ist overhyped. Richtig gut war nur die erste Staffel und der Charakter Tokio fand ich irgendwann etwas nervig. Versteht mich nicht falsch, die Serie ist gut, aber overhyped, oh oh. Ohne Hut kann das auch nicht klappen. Oh, deswegen wollte er die Medizin nicht, weil wir keinen Hut aufhaben. Das kann sein. Die hätte ich auch nicht genommen. Überlegt mal, ohne jemand ohne Hut gibt euch Medizin. Also absolut unseriös. Würde ich auch nicht nehmen, die Medizin. Wer weiß, was das ist. Black Mirror, mega krass. Black Mirror, mega, mega geile Serie. Und was auch super, super stark war, erste Folge musste jemand ein Schwein, dann habe ich wieder abgebrochen. Genau, das, was Nina sagt. Weird, aber super interessant. Ich habe Black Mirror abartig durchgesuchtet. Und was auch mega, mega geil ist, jedem, der Black Mirror mag, dem kann ich es auch empfehlen, eigentlich auch allen anderen. Ich glaube, die Serie hieß Love, Sex and Robots auf Netflix. Ist auch so ein bisschen die Schiene, jede Folge geht es um was anderes, aber auch super, super geil gemacht. Qualitativ mega hochwertig, super spannend und auch super witzig vor allem. Kennst du die, Micha? Love, Sex and Robots? Hast du die auch gesehen? Für mich absolutes Highlight. Absolutes Highlight. Die Serie war so geil. Das Pferd kannst du auch plündern. Ja, ich weiß, aber da ist meistens nur Scheiße drin, irgendwie $2 oder so. Deswegen war mir das jetzt zu aufwendig. Da? Sehr gut. Sag doch, meine Community hat einen guten Geschmack. Mal hier schon. Ist es das, wo wir hinwollen? Ach. Ach so, ich dachte, wir reiten hier hin. Ich dachte, wir reiten zu diesem Elektrizitätswerk. Das ist ja was komplett anderes hier. Ah, okay, jetzt macht einiges Sinn. Absolut unterschätzt, hab das im Stück durchgelesen. Ja. Definitiv. Well, it makes no difference now. If an outlaw or a wild animal doesn't get me starvation, well. Steht auf meiner Liste, Karim. Snowfall. We came out here from the city in search of a different life. Something true, something real. All this squandering and indulgence, we wanted to strip it away, to find something authentic.
What a pair of fools. Is there a train station or a town I can take you to? No, I can't give up now. He wouldn't want that. I can't have it. I'm gonna do this for you, Cal. Well, I'll leave you to it. Hilf ihr? Ja klar helfe ich ihr. Wir sind Good Guy Arthur. Natürlich helfen wir ihr. Anything left for you to eat? Nothing. No, we didn't know the first thing about hunting. We couldn't even catch a darn mouse. If you need any poisonous berries, though, I'm a natural at finding those. Och nee, sag nicht, sie hat ihn umgebracht mit den giftigen Bären aus Versehen. You ain't gonna last much longer out here if you don't know how to hunt. Come on. I'll show you. All right. But you better not try any funny business. You know, I may be weak, but I still know how to stand up for myself. Oh, I don't doubt it. Come on. Arthur ist so cool, Mann. Arthur ist so ein Cutie. Tell me, you ever skin an animal before? No, but then again I have. Laufen wir oder reiten wir? Ah, wir laufen. Okay. Haskell, Abbruch, Abbruch, Abbruch. Wir laufen. I am all too aware. So where should we head for? Let's try in the trees down there, near the river. What happened to your husband? David hilft immer, auch wenn manchmal jemand stirbt. Passiert, wir sind im Wilden Westen. Ich kann nicht jeden retten. Ich kann es versuchen, aber... Jetzt bin ich schon unterwegs, ja, ich merk's. This was really his dream more than mine. I'd have hopped the next train back to Chicago if he'd said the word. But now... I don't know, it's hard to explain. I have to do this. I understand. Yes. This is a good spot. What are we looking for? Well, I think we should start with something small, don't you? Geht nicht. I kill it, you skin it. Sound fair? Nachher. Mach mal nachher. I don't even have a knife with me. Well, don't worry, you won't need one. Now, take a look around for any movement. I don't see anything. Shh. Just keep your eyes peeled. Okay then, go on. Time to get your hands dirty. How do I? Ich habe einfach Deadeye benutzt, um Hasen zu killen. What do I do? Just hold the legs tight and pull the skin away quickly. Should come right off. Ah, jetzt wird's eklig, oder? Ich bezweifle, dass es so funktioniert, aber ist egal. Einfach an einem Ruck. Ich hab gerade gelesen, Red Dead Redemption 2 erhielt 175 Auszeichnungen als Spiel des Jahres und mehr als 250 perfekte Bewertungen. Wundert mich nicht. Genau so, aber doch nicht... Ey, komm. Als ob du so einen Hasen häuten kannst. In einem Rutsch ziehst du ihm die komplette Haut, aber als ob das so einfach geht. Ausnehmen wäre halt noch sinnvoll.
if you hadn't been here, I'd be dead now. You got a rifle? Yes. Well, my husband's. I suggest you learn how to use it. Now, come on, let's get you home. Since we got here, it feels like every step forward has come with 100 steps back. People always talk about the simplicity of country life. Mann, die Haut sitzt sehr locker. There's nothing simple about any of this. Easy shit, okay. Zu Jäger oder was? Oh, please. I'm sure it wouldn't take you too long to adjust to a life of privilege and indolence in the big city. I don't know about that. It sounds awful. Oh, it is. A truly empty and boring existence. But an undeniably easy one. I still can't believe he's gone. Wisst ihr, was das Geilste ist, Chat? Ich habe am Mittwoch frei. Und ich hoffe, bis Mittwoch haben wir irgendwas durchgespielt und können Stellar Blade zocken. Würde ich mich sehen, Mittwoch 13 Stunden Stellar Blade. Mittwoch der Modologist oder Dienstag. Oder Dienstagabend, weil Mittwoch ist ja frei, das heißt, wir haben Dienstagabend auch Zeit. Thank you. That was the first time anyone's done anything nice for us. For me, since we got here. Well, nature provides, but she sure don't always make it easy. That she doesn't. I'd invite you in, but I'm dead on my feet, if you'll forgive the pun. Please do call again sometime, though. A good rest, and hopefully I'll be a new woman. You take care, man. Alter, haben wir viel Ehre. Ich bin gespannt, ob wir es noch auf die komplett rechte Seite schaffen. Was Ehre angeht. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg dahin. So, auf geht's, ab zu Dutch. Dienstag bin ich unterwegs, man kann nicht alles haben. Einfach Ehrenjäger, ist wirklich so, ne? Aber ich muss auch sagen, das ist auch egal, ob es ein Baldur's Gate ist oder ein The Witcher oder diese ganzen Games, wo du so immer Entscheidungsmöglichkeiten gut und böse hast. Ich spiele irgendwie einfach immer lieber den Guten. Ich tue mich total schwer damit, so einen böse Run zu machen. Mir ist schon bewusst, dass es... Karim, Junge. Mir ist schon bewusst, dass es nur ein Spiel ist. Aber irgendwie mag ich es trotzdem nicht, den Bösen zu spielen. Außer es ist so ein Game wie, keine Ahnung, Wolfenstein oder so, wo du halt der Böse bist. Aber so in so Games, wo du wirklich die Entscheidungsmöglichkeiten hast, spiele ich einfach lieber den Guten. Ist einfach so. So an alle, ich bin off. Mashal wartet auf mich. Ich kann Mashal erst am Donnerstag weitergucken. Wenn Frauchen wieder aus Paris zurück ist. Wünsche dir eine gute Nacht, Philat. Viel Spaß bei Mashal. Guck ein bisschen für mich mit. Und bis morgen. Morgen werden wir erst sehr, sehr spät streamen. Ich muss bis 18 Uhr arbeiten. Das heißt, morgen der Stream wird wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, wird erst so gegen frühestens um 19 Uhr starten. Wolfenstein, schreibt Karim. Genau, das was Philat sagt. Ich bin da ganz klar bei Philat.
üblen Virus abbekommen, yo. Was geht, Adda? Was hast du für ein Virus? Tuberkulose. Wie Arthur Morgan. Hast du auch TBC? Adda Abi, schreibt Marco. Adda, Grüße von Marco. Der chillt gerade im Twitch-Chat. Colette und ich sind heute Hand in Hand. Ekelhaft, Junge. Wehe, du hast mich angesteckt am Samstag. Dann werde ich dein Leben auseinandernehmen. Sag bloß, der chillt auf TikTok. Ja, Adda ist so ein TikTok-Side-Character, der kommt nicht auf Twitch. Adda, komm, du hast doch Twitch. Grüße zurück. Oh! Nina Psych gewinnt das Duell gegen Karim. Der Verräter. Warum verliere ich da immer? Ja, wo reiten wir eigentlich gerade hin? Warum ist es so... Alter, ist es weit, Junge. What? I need a doctor. All right, friend. All right. You're gonna be okay. You're gonna help me? You gotta. You gotta. Please. Please, do something. I'll get you help. Just stay alive. Okay. Okay. Wann hat Pest das letzte Mal Futter bekommen? Vor ungefähr 4 Minuten. Easy, boy, you're okay. Die Frage ist eher, wann haben wir das letzte Mal gegessen? Wir können uns auch mal wieder was zu essen reinziehen. Wir können nicht mehr essen, Junge. Er kotzt es wieder aus, weil wir TBC haben. Oh je. We're nearly there. Just hold on a little longer, all right? Wie Pestel 3. Ach so, nein, Micha hat sich nur verschrieben. Es ist Pest. Pesk 2. Wahrscheinlich stirbt er kurz vorm Arzt, oder? So wie ich das Game kenne. Rapido! Ah, Karim, Junge, hör doch auf, alle 10 Sekunden zu vanischen, Alter. Was ist denn mit dir? Was passiert hier? Jetzt ist er gestorben. Ich weiß nicht weiter. Das kann doch nicht sein, Alter. Das kann doch nicht sein. Mann, ein Meter bevor ich da bin, Junge. Brettert
Pestel hin. Und er fliegt vom Pferd und stirbt instant. Das kann doch nicht sein. Was war das denn schon wieder? Egger braucht bald einen Therapeuten, ohne Spaß. Wirklich, ich kann das alles nicht mehr. Deswegen hasse ich Saint Denis. Ja, Pestel, wir kommen beide nicht so gut mit Städten klar, ne? Jetzt muss ich... Jetzt muss ich da unten mein Kopfgeld bezahlen. Oh Mann. Okay, wir machen eine Schnellreise. Wir machen eine Schnellreise. Ich reite jetzt nicht nach Rhodes. Da sehe ich mich nicht. Peskentzug sofort. Ich meinte eigentlich meinen eigenen... Ach so. Weil du immer sagst, du kommst nicht so gut mit Städten klar als Pferd. So, wir machen jetzt Schnellreise. Mit Städten, mit Bäumen, mit Zäunen, mit Bergen. Habe ich was vergessen? Bestimmt. Ausrufezeichen Bug. Du reitest genauso gut, wie du kletterst. Danke. Sehr freundlich. Pesk, ich glaube, Micha meint mich und nicht dich. Pesk-Bug. Ja. Peskel-Bug, bitte mit in die Liste aufnehmen. Wegen Peskel konnten wir den Typ nicht retten. Peskel hat actually gerade jemanden ermordet. So hart das jetzt auch klingt, aber es ist so. Peskel hat gerade diesen Mann ermordet, den wir retten wollten. Hey, Alter, der Hund hat überlebt. Wir haben fast einen Hund totgeritten. Das wird mir schon wieder alles zu viel. Hallo, Mister. Hey. Hey, it's good to see you again, friend. How you keeping? I'm miserable. Because of the leg? Oh, no, I'm used to the leg. I mean, I've been without it a whole lot longer than I was with it. Nah, it's the people. Yeah, a bunch of nasty, miserable peasants I gotta share this place with. Why don't you leave? Leave? Yep. Well, I live here. They're my nasty, miserable people. I've been hating on them for so long, if I forgot to hate them, I wouldn't know what day it was. Yeah, but you... Man, you ought to get out of here and you ought to stop coming back. Anyway... Das war's? Okay. Hello. Danke fürs Gespräch. Verbundenheit Stufe 3. Sehr schön. Also wir kommen schon wieder auf Stufe 4. Wir könnten auch mal wieder beim Hehler vorbeischauen. Ich glaube, wir haben wahrscheinlich mega viel Shit zu verkaufen, oder? Wir waren ewig nicht mehr bei dem Hehler. Aber ich meine, wir haben auch 7000 Dollar. Stimmt, das wollte ich vorhin schon sagen. Ich muss sagen, ich bin ein Ninja. Was ist denn mit Karim los? Das wissen auch die besten Ärzte nicht. Einzige, was mich an dem Game hier ein bisschen stört, aber es ist wirklich Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau,
bei bei GTA hast du auch viel Geld bekommen durch Banküberfälle, durch was weiß ich was. Aber bei GTA 5, mach mal Nina, es passiert nichts Schlimmes. Es ist eigentlich ganz witzig. Bei GTA 5 hast du auch viel Geld bekommen. Hast Missionen gemacht, Geld bekommen, Banküberfälle, was weiß ich was. Aber du wusstest immer, was du mit deinem Geld machen kannst. Du konntest dir immer irgendwie noch eine Wohnung kaufen, neue Autos kaufen, eine fette Garage kaufen. Und dadurch war das geil. Das ist ein Überfall, oder? Und dadurch war das geil, bei GTA Geld zu kriegen. Aber hier in Red Dead Redemption 2, wir rennen seit 10 Spielstunden, rennen wir mit 6.000, 7.000 Dollar rum. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll mit dem Geld. Ich habe keine Ahnung, was ich mir davon kaufen soll. Das finde ich übel schade. Junge, er wurde einfach schon wieder von der Schlange gebissen. Alter, will er mich verarschen? Was ist denn mit ihm? So was ähnliches hat Karim auch mal mit mir gemacht. Never again. Oh, you're so much, mister. I can't believe you saved my life. Wie viele abgelaufen sind? Ja, das war genau vor einem Monat. Die sind jetzt die letzten Tage runtergegangen. Das war genau vor einem Monat war Maverick Time. Und die sind natürlich jetzt alle weg. Sind dann alle alten Nachrichten weg? Ja. Weil du, Marco, du bist eine Sekunde getimeoutet durch dieses Vanish und dann werden praktisch mit dem Timeout alle deine Nachrichten rausgelöscht. Also ich sehe die immer noch, aber ich glaube ihr nicht. Vanish heißt ja so verschwinden sozusagen. Das heißt Ausrufezeichen Vanish, timeoute dich einfach für eine Sekunde. Alter, was ein Delay ich hab? Warum? Wie merkst du das überhaupt? Ja, ich glaube, wenn du Delay kriegst, dann musst du entweder im Browser einfach die Seite einmal aktualisieren, dann fängst du wieder bei Null an oder einmal die App neu starten und dann passt es wieder. So. Ich mag's hier gar nicht in diesem Sumpf. Ich freue mich wirklich schon auf das nächste Lager. Ich finde es hier absolut ein Upturn, muss ich sagen. Es sieht so ekelhaft aus hier. Brother, Stark, most likely. Also ich muss wirklich sagen, wir haben zwar hier Häuser und so, aber da fand ich das Lager im Freien, nur Zelte und so, fand ich echt cooler wie das hier. Den Sumpf bei Nacht finde ich auch super creepy. Na, das jetzt nicht unbedingt. Ich bin ja nicht so ein Angsthase wie du. Aber ich finde es einfach disgusting hier. Geizhals?
Also ich muss... Ich habe mir letztens schon mal überlegt, ob wir ein Giveaway machen. Irgendwie so... Weiß ich nicht. Fünf Steam-Karten. A 20 Euro zum Beispiel oder irgendwie sowas. Aber das würde ich, glaube ich, an so einem Special Day machen. Vielleicht, wenn wir die 50 Viewer knacken oder an irgendeinem Meilenstein, würde ich, glaube ich, habe ich mir letztens schon überlegt. Aber ich will das nicht so random, jetzt einfach so ein Giveaway. Sondern wenn wir irgendwas erreicht haben oder so. Du warst noch nie im Sumpf bei Nacht? Ja, aber ich weiß, dass ich keine Angst haben würde. Das Bett ist schon mega gammelig. Ja, ist alles mega gammelig hier. Wer erschreckt sich ständig bei den Zombies? Ja, das ist was anderes. Das ist was anderes. Du erschreckst dich ständig bei den Zombies. Ich sehe dich doch. Wenn die Zombies zur Tür rauskommen, wie du vor deinem Rechner sitzt, den Stream guckst und dann... Ah, fühlst dich angesprochen. Niner. Niner, Psyche. Ich komm gleich zu dir und hau dich. Go for it. You okay there? Working it all out. Once and for all, Arthur. What now? We're back. And I'm sitting here. And I am contemplating the great journey of the sun and considering a famous chess move. Those Oilean actors of a mediocre justice, the Pinkertons, and their benefactor, the depressing millionaire, Leviticus Cornwall. Marco, ich sag dir, für was das Psych steht. Zeig's dir. I broke up with my ex-girl. Here's a number. Psych! That's Psych. The wrong number! Psych! Genau dafür steht es. They want us, Arthur. They want us. And they are going to have us. Well, maybe they ain't the problem. Meaning? I don't know. It's just, well, I can't help but feel we would have been better running off someplace else. Oh, but the game ain't over, Arthur. I mean, I ain't played my final move. But I guess I'm more interested in saving lives than winning a chess. And maybe life ain't such a thing to cling on to so tightly. No doubt. What about the women? You sound like Hosea. I miss him. I asked you a question. What do you think? We can't stay here. That much is obvious. Where are we gonna run to? I mean, they chased us from the west. They chased us over the mountains. They ran us into the sea. Arthur, do you have my back? Always, Dutch. But there's more than your back to worry about. We need more money. We've been on the run for months now, and I seen you killing folk in cold blood like you always told me not to. And I'm sorry, but I can't help but think that if we there is country in Roanoke Ridge past Butcher Creek, I believe we could hold. Okay. You and Charles, you could take folks up that way. Micah and I need to do some reconnaissance. I ain't got a final plan yet. Arthur, I ain't got... I just need time. I need time and no traitors. Gute Antwort, Marco. Dutch dreht durch, ist wirklich so. Dutch ist einfach nur noch so... Dutch ist einfach komplett Fokus drauf, irgend so ein komisches Spiel zu gewinnen, dass er alles andere gar nicht mehr wahrnimmt. Dass er alles andere komplett ausblendet und die ganzen Leute halt wegkrepieren, weil seine beschissenen Pläne einfach nie funktionieren. Charles, be right with me. Always. I'm okay. Where are we headed? Up past Butcher Creek. It's Murphy Brute Country. That's why I'm asking you to ride with me. I understand. What are we doing there? We're looking for a place to hold up. Even the law won't follow us up there too willingly. Yeah. I did some scouting up there while you boys were away. And?
You'll see. Woo! I know the way. Follow me. Einfach komplett random einmal genießt. Was geht denn hier ab, Alter? Entschuldigung? Haskell? Mount up then. It's a fair ride from here. Hallo? Danke, Jenny. I thought we were leaving now. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, was sie hier machen. Ich bin da kein Freund davon. Danke, Karim. Haskell, komm, wir gehen. Hör sofort auf jetzt. Mann, Mann, hey. Haskell ist ein Junge. I saw some canoes near the bridge up river, which would take us right up to Butcher Creek. Might be quicker. What do you think? So, should we try for a boat? Wäre Pascal der andere gewesen? Hätte ich es ja noch verstanden. Dann wäre ich stolz auf ihn gewesen. Aber so rum kriegen wir keine Fohlen. Das funktioniert so nicht. Das weiß er auch, ein Bub. Ich weiß es nicht. Wir hatten früher mal eine Katze. Jetzt kommt die Story aller Stories. Wir hatten früher mal eine Katze. Die war ein bisschen dumm. War ein Kater. Und der hat halt auch mit anderen Katzen im Garten gewisse Dinge versucht. Und der war ein bisschen hängen geblieben. Und er hat sich immer falsch rum auf die anderen Katzen draufgesetzt. Also so. So. 69-mäßig. War auch super weird. Wusste ich damals auch nicht, was ich davon halten soll. So we figured that might buy some time. And it did. Until one of you brought the law with you. Wir wollen das alle nicht wissen. Cuba? Not exactly. And I off of there called Warma. Wahre Geschichte. Katzen wollen halt auch Sachen ausprobieren. A tropical island. Isn't that just what Dutch wanted? I guess it didn't exactly live up to his ideals. Anyway. I ain't always sure Dutch knows what he wants anymore. Perhaps not, but he's always managed to figure things out in the past. I know. Yeah, you're right. Just... It's been... Guess I just miss Hosea and his, wisdom, you know? There's the bridge. There should be some canoes down to the right here. Canoes? Oh. Haben wir jetzt Canoe? Wahrscheinlich bin ich wieder der Knecht, der paddeln muss, oder? Ja, klar. Oder paddelt er mit? Er paddelt mit, naja, immerhin. Butcher Creek is a few miles up river. So I spent some time up this way while you were gone. I ran into Rainsfall and Eagle Flies. The Indians? Okay, aber eine Frage habe ich. Warum konnten wir nicht... Wir fahren gegen die Strömung mit einem Kanu. Warum konnten wir nicht einfach weiter reiten? Warum fahren wir Kanu? Zumindest ist Pascal jetzt keine Jungfrau mehr. Not a crazy idea. This is a spot nobody comes near, even the law. Just be ready. It won't be pretty. Das kannst du wählen, Genia? Okay, ich verstehe nicht, was ihr von mir wollt. Der fragt, ob Kanu oder reiten. Ach, scheiße. Das habe ich nie mitbekommen, dann wäre ich geritten.
Egal, wir haben eine Epic Canoe Cutscene. Kenia. Was ist mit Kenia? Harem, ich glaube am besten vanishst du einfach. Ich glaube, das Beste für uns alle ist, wenn du einfach vanishst. Danke. Vanish 5000 gibt's nicht. Gibt nur Vanish 1. Paddel! Paddel um dein Leben! Ja! We're trying to find a spot called Beaver Hollow. We don't take kindly to outsiders around here. Come on, they're not gonna help us. I'm pretty sure it's to the north, up the road here. Ach so, weil ich am Anfang dachte, dass du aus Kenia bist, Alter. Ja, als ob ich jetzt den Zusammenhang verstehe, wenn du einfach Kenia schreibst in Chat, Junge, ohne Zusammenhang. Backerbsensuppe? Stranger, might watch where you wander. It's a bit of a walk. We could grab those horses if you want. Probably won't miss them if we get them back by morning. Hey, was war denn mit der Suppe? Also ich habe nur deine Sprachnachrichten habe ich gehört, die letzte habe ich aber nicht mehr akustisch 100% verstanden. Aber den Joke mit der Suppe, den checke ich irgendwie nicht. Ja, also du hast irgendwie eine Suppe gemacht an dem Abend, aber... Der Joke ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Es gibt um Butcher's Creek auch eine Questline, die haben wir doch vorhin angefangen. Wir haben doch den einen Typ hierher gebracht, der geschrien hat, es ist in mir... Das war, ist dann wahrscheinlich die Questline. Elden Ring war gerade buggy und hat mir 26k Runen genommen. Bei mir hat es auch gebuggt. Ich bin auch oft gestorben wegen Bugs. You can see why folks don't wanna come around here. Ain't exactly Na, Chat. A welcoming place. Ausrufezeichen Bug, sage ich nur. Just recently a stagecoach from Annisburg disappeared without a trace coming through here. Guess that's good for us. Assuming these inbred bastards are willing to part with their home, which I'm sure they won't be too pleased about. No, but I believe they hide out all over Roanoke Ridge. These caves are just one of their spots, which is why we should keep it down. They might have lookouts around. Okay. Genau, da musst du weitermachen. Ja, aber ich habe noch kein Quest-Symbol auf der Map. Sonst wäre ich da schon hin. Wenn wir ein bisschen schneller laufen, Kumpel. Na komm. Komm. Meine Runen hingen im Baum und dann hat mich dieser verfaulte Avatar mit Scharlachfäule erwischt, als ich die holen wollte. Oh, nee. Wo bist du? In Kaled oder was? Disgusting. Charles hetz mich nicht. Aber er ist wirklich tief entspannt. Ich kann's. Laufen wir jetzt nach Valentine oder?
Caleb nervt? Ja, ist wirklich so. Oh, Charles hustet auch schon. TBC? Hat Charles auch TBC? Eva Hollow. Ich glaube, meine Alexa spielt Musik draußen. What the fuck? Weil hier ist es ja auch gerade so mega ruhig. Und auf einmal höre ich Stimmen und ich dachte mir, was ist denn jetzt los? Ich finde sowas übel gruselig, Alter. Sowas, Lass sie doch. Nee. Arthur, das Bazillenmutterschiff. Aber Charles hat schon wieder gehustet. Hä? Ich dachte, der läuft von alleine in der Kinoperspektive. Hier war langweilig. Ich komme wieder und höre nur, Jäger hört Stimmen. Ja, meine Alexa hat einfach irgendeinen Podcast angemacht, während ich hier sitze und stream. Der Knecht. Auch so manchmal, ich sitze hier, dann ist eine ruhige Szene, auf einmal höre ich Musik. Spielt die einfach Musik ab. Mega gruselig. Okay, also jetzt langsam habe ich keinen Bock mehr hier lang zu spazieren. Yo! Da oben? Oh mein Gott. Ich weiß, by the way, ich weiß, wo wir hingehen. In diese komische Höhle, wo ich alleine schon mal war. Ich kenne das noch da oben. Die Höhle habe ich schon komplett aufgeräumt. Die haben wir komplett gecleared. Ich kann nicht pfeifen. Ich kann Pest nicht rufen. Pferd rufen geht nicht. Get closer to him. Come on, up this way. Ich höre mal Sadie. Sadie würde ich auch gern hören. Easy. We must be close now. Let's stop and have a look from the top of this hill there. Genau, Marco.
Finger weg von Sadie. Du Finger weg von Sadie. Was ist ein Sadie? Also Marco, du kannst damit Prime abonnieren und ein Prime-Sub ist sowas, ist dasselbe wie ein Tier-1-Sub, also Level-1-Sub sozusagen. Und dann gibt's noch für, ich glaube, 10 Euro oder so, gibt's ein Tier-2-Sub, also Stufe 2. Der ist dann ein bisschen teurer, du kriegst ein extra Emote, das die anderen nicht kriegen. Und du kriegst mehr Kanalpunkte. Und es gibt noch einen Level-3-Sub, der kostet dann, glaube ich, 20 Euro im Monat. Und dann kriegst du nochmal ein Emote, das die anderen nicht haben. Und du kriegst nochmal mehr Kanalpunkte über Overtime. Aber ehrlich jetzt, was ist ein Sadie? Was ist ein Gojo? Sadie ist die Blonde aus dem Camp. Du Eule. Wir zocken seit 80 Stunden Red Dead Redemption 2 und du fragst, was ist ein Sadie? Karim, 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 Junge. Wohin mit dir? Jesus. They must be in the cave. All right. Let's get on with this. Okay. What you think? I'm gonna head into the cave or flush them out with dynamite. In die Höhle schleichen oder sie mit Dynamit rauslocken? Ich glaube, ich hab Bock auf Explosionen, Junge. Achte zu 99% nur auf den Chat. Junge, wir spielen so ein geiles Story-Game hier. Und du kriegst einfach nichts mit. Okay. Get in a bit closer and then throw it into the cave. Yikes, Digga. Ich dachte, das ist ein Mensch. Das sind zwei Oberkörper, die sie zusammengebunden haben, Alter. Wer kommt auf so eine Scheiße? Clean. You were wrong about these crazy sons of bitches. Schau immer nur in dein wunderschönes Gesicht. Oh. Du Cutie Patootie. Joint schmeckt. Danke für dein Follow. It's okay, miss. Stabiler Name. Help! Hey.
You're safe. It's okay. Come on. It's time to go. It's okay. Okay. Let's go. Where are you from? Annisburg. What do we do with her? Take her there and I'll go get the others. Sure. Arthur soll mich auch retten. Yes. You okay to ride on my horse a little? I'll keep you safe. Annisburg, right? Yes. Okay, wo ist Charles? Charles kommt alleine heim, oder? Der kommt jetzt nicht mit uns mit. You're safe now. Just try to breathe. They're animals. Die Arme, die ist einfach traumatisiert für ihr restliches Leben jetzt. It's all right, miss. Ich werde sie nicht abstechen. Wir retten sie. Wir sind Good Guy Arthur. Maxelton, WB. Welcome back. Wir geben ihr auch keine Respektschelle. Chat. What's your name, miss? It's okay. Meredith. You're gonna be home soon, Meredith. And this will all be over. Thank you. Where in Annisburg? One of the mining cottages. If you get me to the main street, I can show you from there. Okay. Just Reek, jetzt mal Spaß beiseite. Kann also sei leise oder so. Sowas möchte ich hier im Chat nicht lesen. Ich werde dich demnächst timeouten, wenn du so weitermachst. Und das meine ich komplett ohne Spaß. Mich nervt es langsam ernsthaft. Also bitte bleib hier ein bisschen anständiger. Wenn es geht, aber ich glaube, das hat einen kurzen Timeout, Max. Warte mal so noch mal eine halbe Minute oder so, dann funktioniert es wieder. Up at the top of the hill. It's near the blacksmith. Come on, man. Ma! Max ist zu mächtig. She's alive. Oh, she's alive. She saw some pretty bad things, I'm afraid, man. Murphy group guys. Oh, my darling. How did you manage to? I just ran into them and found her. Oh, thank you. Here, let me give you this. Oh, that's okay, ma'am. You just keep her warm and keep her safe. This is death. Oh, no. You leave me alone. Schon wieder die. Warum ist sie immer da, wo wir sind? Jenny, gute Nacht dir. Und bis morgen. Schlaf gut. Ach so, genau, als Mod geht es nicht, Max. How you get on? Okay. Found a girl. Took her home. Oh. You and Micah find anything? Maybe. I think maybe I found our old friend, Mr. Cornwall. You did? Yeah, he's buying a stake in the mine in Annisburg. Relentlessly ambitious fella, isn't he? Mike and I'll sniff about, see if he knows we're here, and exactly what his plans are. So, Dodge, did you miss me? I found her
drunk in Saint Denis. You're back. How jolly, Miss O'Shea. It's funny, you sack of shit. Back and drunk. The master, the Lord Molly. God Almighty. Calm down. Was geht denn jetzt ab? Ignored Dutch Vanderlyn. I haven't him. I ain't her. Or any of his stooges. Calm yourself. You don't owe me. Ist sie betrunken oder wütend? Ich glaube, sie ist betrunken, oder? Nothing. Okay. I'll spit in your eye. I did. Ich scheiß auf dich, stand gerade da unten. Sorry. I told him, I tell him again. Now I've got God's ear. You told who? What? Mr. Milton and Mr. Ross about the bank robbery, and I wanted them to kill you. You did what? I loved you, you goddamn. Er schießt jetzt nicht. She ain't worth it. You told on me. Oh, you betrayed so me. What? Just calm down, Arthur. She's a fool. Get her out of here. You know the rules. You are not so big now. Are we, Your Majesty? Nee, ja. You... Take her. Alter, was geht ab? Rules, Arthur. What the hell is wrong with you? Mr. Pearson, Mr. Williamson, get this body out of here and get it burnt. Okay. Now get back to work, all of you. Quit your lollygagging. Get back to work. Yeah. Was ist denn aus dem Game geworden? Schon wieder ein neues Chapter. Wir hatten noch nie zwei Chapter an einem Abend. What the fuck? Werden alle irre, ja, ist wirklich so. Aber das ist auch der Druck, alle sterben irgendwie. Dutch dreht durch und Dutch hat ja immer alle zusammengehalten. Dutch wird auch langsam verrückt. Das heißt, die Leute haben auch keinen Zusammenhalt mehr. Geht echt den Bach runter. Oh, und wir haben ein neues Camp. Wir sind im Beaver Hollow jetzt. Ja, Reek, aber trotz allem, wie gesagt, du kannst dir deine Späße machen, die auch schon grenzwertig sind mit deinem Abstechen und was du immer schreibst. Hab ich noch nie was gesagt, auch wenn das schon grenzwertig ist. Aber wie gesagt, wir wollen hier einfach eine gute Zeit haben. Und wenn du dann zu Leuten einfach schreibst, sei leise oder so, sowas gibt das nächste Mal einfach irgendwie einen Tag Timeout oder so. Sowas will ich hier nicht haben. Von dem her alles gut, du hast dich entschuldigt. Ich hab's dir gesagt, wir sind cool. Aber wie gesagt, das nächste Mal... ja. Egal. Schlaf gut. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Danke dir. So, ich sehe schon, wir haben wieder einen Rasurtisch, ein Rasurfass. Gefällt mir. Hey, wer schreit hier hinten schon wieder rum? Ach, die streiten sich, weil sie die andere umgebracht hat. Ah, sie ist wieder besoffen. Scheiße. Sie trinkt wieder. Arthur hält sich bedeckt. Einmal kurz durchatmen und strecken. Gute Idee. Ah. Papa-Rolle gemeistert. Erziehung. So you think Dutch has lost his mind, Arthur? I don't know. Er tanzt nicht, hä? Verräter? Ich tanze nicht immer, aber mal oft, aber nicht immer. So.